Wir feiern heute Premiere, denn wir haben das erste Mal bei uns im Studio einen Jugendspieler. Er hat am Wochenende die Tabellenführung in der A-Jugend-Landesliga erobert und er darf auch schon in der Regionalliga mitmischen. Ich begrüße ganz herzlich beim Elbkick TV Talk Younis Abdallah vom SC Viktoria. Hallo Younis, herzlich willkommen in der großen Welt des Amateurfußballs und natürlich auch auf der großen Medienbühne bei Elbkick TV. Schön, dass du da bist und mit uns die Premiere feierst. Ich hoffe, dir geht es ganz gut hier auf der Couch. Ja. Wunderbar. Alles. Am Wochenende war ja dann ein doch kleines Derby. Da habt ihr gegen den ETV gespielt, 4-3 gewonnen. Erzähl doch mal, wie wichtig war der Sieg und wie hast du dich auch geschlagen? Also der Sieg war auf jeden Fall sehr wichtig für uns. 3 Punkte geholt. Ich war natürlich nur ein Teil von der Mannschaft. Wir haben alle stark gespielt und das lief gut. Also. Ja, ganz bescheiden, Younis Abdallah vom SC Viktoria, nur ein Teil der Mannschaft, aber ein sehr wichtiger, mehrere Tore schon gemacht, am Wochenende aber nicht getroffen. Nein, leider nicht. Oh, das heißt also leider viel nicht. Training noch, ja. Unter der Woche vielleicht hier und da ein Abschluss, aber die Zuschauer wissen das ja noch nicht ganz genau, weil wir wollen denen das jetzt ja so ein bisschen näher bringen. Du hast ja schon relativ viel momentan zu tun, viel Training, denn du bist auch im Kader der Regionalliga, darfst da ein bisschen mitmischen. Wie waren so die ersten Trainingseinheiten? Was ist der große Unterschied? Was fällt ganz besonders auf? Also was auf jeden Fall auffällt, ist das Tempo. Das ist ja ganz klar, im Herrenbereich geht das viel mehr ab so. Und die Härte im Zweikampf und diese Dinge, das merkt man schon sehr. Aber sonst menschlich gesehen sind die eigentlich alle, das ist genau wie bei uns, sie machen auch Faxen da in der Kabine und so, dass da alles läuft ganz gut bei denen. Ja. Ob nun eine große Fußballwelt oder die Jugendwelt, die Jungs sind immer eigentlich relativ entspannt, aber die Leistung ist natürlich dann auch immer ausschlaggebend. Wie haben die dich aufgenommen oder beziehungsweise von wem kannst du ganz besonders was lernen? Also da gibt es eigentlich viele, also die sind eigentlich alle sehr nett zu mir, ich werde da super integriert, viele auch Ältere dabei, die ja auch mit der Erfahrung dann da rangehen, wissen ja, wie das ist mit einem neuen jungen Spieler, nehme ich wunderbar auf, zum Beispiel Jakob Sachs, der nimmt mich da so ein bisschen unter die Fittiche, aber auch die ganzen anderen eigentlich, also die sind alle nett zu mir und das macht ganz viel Spaß da mit denen. Ja, das ist doch wunderbar, wenn es viel Spaß macht und ein erfahrener Regionalligaspieler wie Jakob Sachs dich dann auch an die Seite nimmt. Er saß bei uns übrigens auch schon auf derselben Stelle, auf der du gerade sitzt, bei uns auf der Elbkick TV Couch. Wir wollen natürlich noch ein bisschen über die A-Jugend-Landesliga sprechen, in der du ja auch der Kapitän bist, eine richtige und wichtige Rolle auch übernimmst. Letztes Jahr wurdet ihr nur Sechster. Dieses Jahr seid ihr ganz oben, nämlich Tabellenführer. Was ist das Geheimnis eures Erfolgs dieses Jahr? Also ein richtiges Geheimnis gibt es, glaube ich, da nicht. Es hat sich einfach insgesamt viel verändert. Wir haben neue Trainer bekommen. Also Ofo hatten wir letztes Jahr noch als Co-Trainer. Jetzt haben wir einen neuen dazu bekommen, Fabio. Und es läuft einfach anders jetzt. Das ist ein ganz, ganz anderes Ding da jetzt. Und insgesamt disziplinierter und ja, zielstrebiger. Und alle machen da mit. Wir ziehen alle an einem Strang. Und deswegen läuft das ganz gut bei uns. Ja, letztendlich ist natürlich das Kollektiv das Entscheidende für die Zuschauer, die jetzt nur den Vornamen gehört haben. Ofosene Oduro Opuni, ehemaliger Amateurkicker, unter anderem bei St. Pauli, Bergedorf 85, SV Lurup und Altona 93, Fabio Ansoldo. Auch einige Vereine hinter sich, unter anderem dem SV Rugenbergen. Also da kann man auch von den beiden auf jeden Fall was lernen. Wie ist das für dich, wenn du eine Woche hast, wo du in der Jugend und in der ersten Mannschaft mittrainierst? Erzähl mal so, was ist die Frequenz, wie häufig trainierst du? Ich trainiere 4-mal in der Woche, dann also einmal in der Woche mache ich ganz normal bei der A-Jugend mit das Abschlusstraining, damit ich dann fürs Spiel auch entsprechend vorbereitet bin und den Rest der Woche trainiere ich dann ganz normal oben mit. Ja, das läuft auch. Ja, oben Erfahrung sammeln, unten knipsen und ich habe mich ja auch umgehört. Bis jetzt bist du ja wirklich noch sehr, sehr bodenständig und gehst damit wirklich gut um und das ist auch, glaube ich, eine Sache, die dann doch auch zählt, denn neben dem Sportlichen ist natürlich auch der Charakter ganz wichtig. Du kommst ja so ein bisschen aus der eigenen Viktoria-Schmiede, will ich mal sagen. Was kann man über den 94er-Jahrgang, also sprich über die A-Jugend, so erzählen? Gibt es da auch vielleicht Talente, die ähnlich wie du bald vielleicht oben mitspielen dürfen? Auf jeden Fall muss ich sagen, der Jahrgang ist gut. Also ich bin jetzt zwar der Einzige, der das Glück hat, da mitmachen zu dürfen, aber wir haben viele talentierte Jungs dabei und die haben auch entsprechend hohe Ziele und ich denke, die werden das auch schaffen. Also einige von denen. Ja, einige werden das hoffentlich schaffen. Wir wünschen natürlich auch, dass du bald deinen ersten Einsatz hattest. Du warst schon mal im Kader gegen den SV Werder Bremen. Über das Ergebnis wollen wir, glaube ich, heute nicht sprechen. Das ist auch nicht unbedingt der Mittelpunkt dieser Sendung, denn wir wollen ja über dich sprechen. Du dürftest das erste Mal das Trikot mit der Nummer 28 überziehen und dich dann auf die Bank setzen. Was war das für ein Gefühl? Das war natürlich überragend, ne? Das war toll. War gut, ey. Ja. Werder Bremen da hinfahren mit dem Bus und so.
das mal alles sehen. Und die Jungs von Werder Bremen, die sind natürlich auch heftig, so, ne? Das war mitzuerleben, da schön mit Zuschauern und so. Das war ein cooles Ding für mich auf jeden Fall. Ja, ein schönes Erlebnis, das dann auch bald vielleicht mit einem Ergebnis oder einem Einsatz gekrönt wird. Der Trainer Lutz Göttling hat dich ja auch schon mal gelobt. Wie hat er das Feedback gegeben zu dir? In der Kabine meinte er, nach dem Spiel hat er gesagt, das hat ihm gefallen. Und ja, sowas hört man natürlich gerne, ne, als Spieler. Und ja. Klar, in einem Testspiel hat Younes Abdallah dann auch überzeugt. Das ist natürlich auch wichtig, um sich dann für Einsätze in der Saison dann auch zu empfehlen. Wie ist das bei dir gelaufen in der Jugend? Warst du immer jemand, der in der Auswahlmannschaft dann gespielt hat? Oder wie ist das abgelaufen? Nee, eigentlich immer nur im Verein, ganz normal gewesen und auch nur da trainiert. Deswegen ist das ja auch für mich so eine große Sache, ne? Aus der Landesliga dann irgendwie da in der Regionalliga auf einmal mittrainieren zu dürfen, ist ein riesiger Schritt, ne? kann man ja sehen, das ist ja, liegen ja Welten zwischen, und von daher ist es für mich ein großes Ding und ich freue mich sehr darüber. Ja, da liegen Welten zwischen, das ist vollkommen richtig, vor allem wenn man auch vorher gar nicht in der Auswahl gespielt hat oder ähnliches und dann auf einmal bei den Großen mitmischen darf, das ist schön und das ist natürlich dann auch ein Ergebnis der guten Jugendarbeit und man freut sich ja immer, wenn im Amateurfußball dann auch mal junge Leute hochkommen, die aus dem eigenen Verein stammen. Jetzt ist es ja so, 18 Jahre alt bist du, ja. Hast ja neben dem Fußball auch noch ein anderes Leben. Was machst du genau beruflich? Gehst du noch zur Schule? Ja, genau. Ich habe jetzt mein Abitur geschrieben und dann bin ich mal gespannt, was daraus wird. Kommen bald die Ergebnisse und dann mal sehen. Ne? Wann ist die Abi-Party? Wann dürfen wir dabei sein? Das dauert noch. Ein paar Monate, glaube ich, weiß nicht genau jetzt. Das ist, heißt, du machst dein Abi, bist also in der 12. Klasse. Ganz genau. Welche Module oder Leistungskurse, wie ist das genau? Was hast du da? Wir haben da so Profile jetzt in der Schule. Oder ich habe da einen, das heißt, nennt sich Gesellschaft und Medien. Den Profil, da bin ich dabei. Ist jetzt nicht so unbedingt auf Sport ausgerichtet, aber andere Dinge, Politik. Naja, Medien und Politik sind ja auch was ganz Wichtiges, ja. Ne? Und wenn du dann irgendwann mal was arbeiten willst, die Couch ist ja nicht nur für unsere Gäste, sondern auch für unsere Mitarbeiter, dann kannst du dich natürlich gerne genau bei uns melden. Wie kann man sich das so vorstellen? Abitur, A-Jugend, erste Herrentraining, wie anstrengend ist das? Wie sieht so eine Woche von dir aus? Es geht eigentlich natürlich geprägt von Fußball, immer nachmittags eigentlich fast jeden Tag dabei, ist natürlich dann dementsprechend voll, aber wenn man da Bock drauf hat, dann geht das. Und mit der Schule, das kriege ich auch hin soweit und von daher kein Stress, wenn man das will, dann läuft das ja auch. Du sagst es, wenn man darauf Bock hat und wenn man Lust am Fußball hat, dann kann man auch alles regeln. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen einmal in die Zukunft schauen, kurzfristig zumindest, was ist der größte Traum vom Fußballer Younes Abdallah? Natürlich mal da im Stamm dabei sein zu dürfen. Einfach mal aufdribbeln da in der Regionalliga, das wäre natürlich top, ne? Ja, das wäre natürlich ein schönes Erlebnis für dich und vielleicht kannst du das dann ja auch doppeln mit der Meisterschaft in der A-Jugend-Landesliga, sprich also dem Aufstieg und dann einem Einsatz in der Regionalliga. Wir wünschen dir dabei natürlich alles, alles Gute. Zum Abschluss fragen wir dich natürlich auch, der SC Viktoria in der A-Jugend-Landesliga wird am Ende der Saison wo landen? Platz 1 natürlich. Ja, klare Ansage, Platz 1, sprich also die Meisterschaft und fragen wir das mal andersrum und mit der ersten Mannschaft wirst du deine Einsätze haben und ihr werdet die Klasse halten. Definitiv, ja. Ja, das sind doch klare Aussagen von unserem ersten Jugendgast Younes Abdallah hier bei Elbkick TV auf der Couch. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt, hast einen guten Eindruck gemacht und ich freue mich, dass du hier warst. Liebe Zuschauer, wer bei Elbkick TV zu Gast ist, der kriegt natürlich auch immer ein kleines Geschenk, auch wenn es nicht unbedingt in den Vereinswagen des SC Viktoria ist. Einmal das Trikot von Elbkick TV vorne, siehst du, schönes Logo. Das gehört dir als Dankeschön, dass du hier zu uns gekommen bist. Dankeschön. Und ich wünsche dir natürlich alles weiterhin Gute, alles Gute, bleib gesund. Ne? Und ich hoffe, am Ende machst du dann das doppelte Ding, einmal die Meisterschaft und einen schönen Einsatz in der Regionalliga. Alles klar. Danke dir. Danke. Das war Younes Abdallah, unser erster Jugendgast bei Elbkick TV, der hofft, dass er irgendwann noch in dieser Saison einen Einsatz in der Regionalliga bekommt und am Ende in der A-Jugend-Landesliga die Meisterschaft feiern kann. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.